Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir wollten in der letzten Folge ja die Insel erkunden, beziehungsweise will ich das immer noch. Denn es ist noch dieselbe Aufnahme in Vorproduktion. Mal schauen. Nee, ich will jetzt eigentlich nicht runter. Auch wenn da unten eine Truhe ist. Ich will erstmal noch weiter rauf. Immer rauf. Ah! Ein bisschen Wasser. Noch eine Truhe? Mitnehmen? Ich habe keine Ahnung, was das für eine Insel ist. Aber es sieht auf jeden Fall nach einer alten Maya-Stätte aus. Oh, da kann ich hin. Einmal hier lang. Und da lang. Cool. Sieht echt cool aus. Eine Maya ist halt, da war noch. Wo ist die Schatzkarte? Dann machen wir zuerst die Stele. Und ich habe das Gefühl, ich werde angerufen und kann aber jetzt nicht antworten. Lass mich in Ruhe, blödes Telefon. Gott, was ist das für ein schwieriges Rätsel? Halt, da unten ist was Großes. Das Schiff. Was hat das alles mit dem Schiff zu tun oder gehört das gar nicht dazu? Ah, gehört gar nicht dazu. Alles klar. Dann holen wir uns noch nicht den Aussichtspunkt, sondern jetzt erstmal die Schatzkarte. Ihr wisst wieso. In den Schatzkarten, nur zur Erinnerung nochmal, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, in den Schatzkarten sind teilweise nicht nur Gold und Silber, also wenn wir dann natürlich den Schatz mal finden, sondern auch... Der Tag hat sich gelohnt. Ja, zeig mal die Karte. Was gibt's dafür? Gar nichts. Okay. Normalerweise sind da auch diverse Verbesserungen drin, irgendwelche Pläne oder sowas. Wie komme ich jetzt wieder hier hoch? Sag nicht gar nicht. Hier hoch. Läuft. Da hoch. Okay. Dann laufe ich mal so außen rum. Es blinkt schon. Komme ich trotzdem noch auf den Aussichtspunkt oben drauf? Oh, nicht, dass es jetzt abbricht. Einmal synchronisieren, bitte. Dann kann ich runterspringen, mir das Ding holen. Den Maya-Stein. Und die Maya-Steine brauchen wir für das Rätsel in diesem Maya-Azteken-Tempel da. Von dem Assassinen-Hauptlager. Wir müssen noch so viel sammeln. Ich habe das Gefühl, das Let's Play geht noch eine Weile, obwohl ich das eigentlich in naher Zukunft schon gern beenden möchte und mich etwas Neuem widmen möchte. Graben bitte. Geht doch. Ah, noch ein Maya-Schlüsselstein. Was auch sonst. Dann gehen wir zurück aufs Schiff. Bring die Hauptsegel in den und guck mal, wo wir jetzt schon wieder sind. Ich hatte die Befürchtung. Okay, das war nicht meine Befürchtung. Also schon irgendwie. Könnten wir hier... Mystery Island? Was ist das denn bitte?
Ich würde nämlich gern so eine Schnellreisefunktion Richtung Afrika haben. Weil wir da ja noch gar nicht alles. Ja, machen wir doch. Weil wir da noch nicht alles gefunden haben. Nee, kein Nebel jetzt. Nicht hier in der Meerenge. Ich weiß, dass wir gerade gegen die Strömung fahren. Das braucht ihr mir nicht erzählen. Aber irgendwie muss ich herauskommen. Ah, so eng. That's what he said. Gott, ich kann nicht mal mehr Englisch. Ich hätte natürlich auch davon lang gekonnt. Aber ich segel lieber mit der Strömung und dann. Vorsicht, Captain! Diese Gewässer werden vom Feind bewacht! Ja, ist gut. Hier vorne rechts funktioniert das. Ja, ich habe Angst im Nebel. Kampfsegel reff! Kampfsegel lokale Segel, sie vertrecken! Läuft bei uns. Und sie nieder, raus aus dem Wind! Segel setzen, Bewegung! Gegen den Wind. Oh, raus aus dieser Meerenge. Ich habe echt keinen Bock mehr. Und dann auf zur Mission. Oh. Dem Sonnenuntergang entgegen oder Sonnenaufgang? Und? Alles nur Spanier? Wo bleibt der Junge mit dem Handwerk? Ich dachte, das sind auch irgendwie jetzt so ein paar Leute aus England dabei. Hätte gedacht, die bekriegen sich jetzt. So. Nee, ist einfach nur Mittag und es ist Nebel, was ziemlich ungewöhnlich ist. Nebel ist doch meistens morgens eigentlich, oder? Wow! Kriegsschiffstufe 49. Geile Teile, die hier so rumfahren. Davon ist eine Insel. So, den können wir noch retten. Aber ich glaube, wir haben sowieso alles voll an Crewmitgliedern und auch volle Panzerung und auch volle Ressourcen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch was erbeuten können. Macht natürlich auch keinen Sinn, weil wir zurzeit überhaupt nichts brauchen. Ich habe ja nicht umsonst ein bisschen Geld verdient nebenbei. Oh, und da ist Robert. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Alle Segel niederholen! Ah, Captain Kenway. Nehmen wir dein Schiff für dieses Vorhaben oder mein? Erst will ich mehr wissen, bevor ich entscheide. Ah, ein erster Schachzug. Dieses Singvögelchen hier hat mir gezwitschert, dass eine nahe Galeone den Schatz trägt, den ich suche. Ich hoffe für ihn, er hat recht. Hast du alles gut durchdacht? Oh ja. Mit diesem Mann holen wir uns eine portugiesische Flagge, die uns so nah wie möglich an unser Ziel heranbringt. Eine äußerst simple Idee, wenn ihr meine Befehle Wort für Wort befolgt. Dann die Jackdaw. Exzellent. Müssen wir immer auf mein Schiff? Ich habe schon wieder Angst, dass das geklaut wird. Wir sind unter Segeln, Roberts. Wie lautet der Plan? Das Flaggschiff dieser Flotte transportiert einen wertvollen Schatz in einer großen Truhe. Kristallgefäße voller Blut. Vielleicht erinnerst du dich. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich, meine Befehle Wort für Wort zu befolgen, Captain. Und ich ließ keinen Spielraum, sie zu hinterfragen. Ich will diese Blutfläschchen intakt. Und bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde.
Verstehst du das? Ich versuch's, Ai. Aufgehend. Ich habe das Gefühl, da ist nicht nur alles, Blut der Templer, sondern auch Blut aller bekannten Assassinen, die schon mal gegen die Templer irgendwie gekämpft haben und fliehen konnten oder irgendwie sowas drin. Und ich befürchte auch, die haben auch unser Blut. Und Roberts wird da. Kommen wir zur Sache. Siehst du dieses Schiff da? Wir brauchen seine Flagge, damit der Kniff funktioniert. Wenn ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken, tue ich es. Um Himmels Willen, tu es. Kommissar Falar, Kapitän. Que Deus o guarde e proteja, senhor! Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. É só um pequeno passeio por esta frota para ver se estão todos em boa forma. Está tudo em ordem por este lado? Sim, senhor! Tudo em ordem, senhor! Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah! E julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra neste momento em busca de uma árvore que sirva tal propósito. Vem aí, mercadores, vendo bom? Não? Quanto julga, geral? Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Ah, os números são final. Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios. Imagino que não. Peço perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do rei. Ah, sim, pois, falando de piratas. Este perigo foi retirado a um bando desses patifes há escassos dias. Ainda não tivemos oportunidade para o reparar. Ah! Excelente trabalho, senhor! Muito bem! Obrigado, meu jovem. Eu devia deixar... Ok, Edward. Zeig jetzt, dass du springen kannst. Assim faremos, senhor! Obrigado, senhor! Echt jetzt? Echt jetzt? Foi um prazer falar consigo, jovem. Entregue os meus cumprimentos ao seu capitão. Certo, senhor. Ele de momento está a dormir. Vai lamentar não ter tido a oportunidade para falar consigo. É uma pena. Até à próxima. E que Deus os abençoe. Weiter. 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 Gott, und da sind die wirklich mit so einem kleinen Ruderboot bis direkt ans Schiff gefahren und wurden von allen gesehen. Okay. Okay. Ich hatte ja echt... Okay. Ich hatte ja echt Angst, dass der irgendwie... Hast du die Flagge? Hi. Wir haben sie schon gehisst. Das sollte genügen. Großsegel setzen. Ich halte Abstand. Immer schön langsam. Ei, die Flagge, die wir stahlen, wird uns nicht ewig vor neugierigen Augen schützen. Por favor, senhor, implore-lhe que considere aquilo que está prestes a fazer. Não é possível. Was hat er gewinselt? Er winselt nicht. Er ist begeistert. So gut. Irgendwie mag ich den, ja. Den Roberts. Ja. Ich hatte ja echt Angst, dass er uns zwischenzeitlich, also der portugiesische Captain, oder weiß nicht, ob es ein Captain ist, jedenfalls uns zwischenzeitlich verrät, weil der so von Piraten angefangen hat. Habe ich schon gedacht, oh, kriegt der noch die Kurve, oder... Licht holen, Fahrt zulegen.
Wird das jetzt unser Ende sein und geht es irgendwie doch auf Zeit? Und was spuckt er die ganze Zeit immer auf mein Schiff? Direkt voraus! Sie laden etwas von dem Schiff ab! Ist es unsere Prise? Vielleicht solltest du an Land gehen, Captain Kenway. Und Ruhe finden. Wenn sie enthält, was ich suche, bring sie. Gegen das wir fest an Bord haben. Sag ihnen, sie soll nicht näher kommen, sonst lohnt sie sich nicht auf. Advor! Podemos falar com o capitão do navio? Olá, olá! É o próprio! Peço perdão pela minha resposta abrupta. Sei ter mais notícias para transmitir. É possível que estamos infectados pela peste. O quê? A peste? Por Deus! Como foi isto acontecer? Imagino que terá sido mercadoria infectada. Ouvi uma história sobre um espanhol que veio visitar o nosso almirante. Cá para mim, era uma traição. Sofia! Wie soll ich da vorbeikommen? Da muss ich vorbeischwimmen, oder was? Der geht weg. Drei Stück. Da ist jetzt die Seite offen. Der guckt auch noch nach vorn. Das sind zu viele. Das sind einfach zu viele. Ich schaff das nicht. Ich kann doch nicht ungesehen vorbeikommen. Das sind zu viele. Das ist unmöglich.